Moin ihr Baggerluten und willkommen zu Resident Evil Revelations. Wir haben das jetzt quasi, ne, mal kurz geguckt und alles, wie das aussieht. Der Zytan und ich haben mit euch halt quasi, ne, in den Kommentaren geschrieben und geguckt. Und es ist jetzt so weit, dass wir sagen, alles klar, wir nehmen das beide alleine auf. Was zum Teufel machst du? Entschuldigung, ich guck mich um und ich moderiere an. Also, jedenfalls ist das, glaube ich, das, was für uns alle besser ist. Ups, genau. So, erstmal auf die Steuerung wieder klarkommen. Weil dann kommt man auch einfach... Einfach widerlich. Die sind alle verwest. Ey, ich hoffe, du sprichst nicht über meine Abonnenten, du Arsch. Kollege. Ha? So nicht, mein Freund. Wir gerne noch ein bisschen schneller laufen können. So, ich werde hier erstmal kurz abluten. Was denn? So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfasst die Daten mit dem Genesis. C. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Okay. Achso, und den konnte ich... Ah, okay. Sieh dir das an. Plus 12. Auch kleinste Mengen können, haben wir ihn gerade noch gelesen. So, also wie gesagt, wir... Kann ich das Ding scannen? Ziel nicht gefunden. Boah, ist das ein Riesending! Kann doch ein Mensch fressen! Ist hier schon wieder ein Wal explodiert oder was los? Die FBC, hier hat sich jemand bereits umgesehen. Ah, die FBC. Keine Ahnung, wer es ist. So, ich scanne mal den Kadaver. Was steht da? Dass ich ein süßes Kerlchen bin, oder? Ach cool, dass die drauf eingehen können. Das ist witzig. Was sagt er? Willst du mich richtig kennenlernen? Wollen mich richtig kennenlernen. Arsch. So, wie gesagt, man kommt viel besser in die Story rein, wenn ich hier anfange mit so einem Quatsch. Super. Toll. Boah, ist das ein dickes Ding. Wow! Beweg dich! Bleib vorsichtig. Wer weiß, mit welchem Stamm wir es zu tun haben. Das dachte ich mir schon. So, wie wir gelernt haben, immer in den Mund. Ist es hin? Nee, immer noch nicht. Jetzt ist es hin. Eieieiei, ich habe gerade auch eine Errungenschaft freigeschaltet, Forscher. Muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Ich wollte Englisch lernen. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. So, das hatten wir jetzt alles hier schon, ne? Ja. Dann weiter. Ich möchte schneller laufen können. Auch kleinste Mengen können untersucht werden. Immerhin 3%. Also das kennen wir ja schon aus dem anderen Ding, ne? Dieser Geruch. Das muss das Gas sein. Ach, was für eine Sauerei. Alles in Mund. Immer wieder, wenn... Für eine Analyse brauchen wir mehr Proben. Besorg sie mir. Ja, ich besorg's dir. Steuerung der Hilfswaffen. Waffe abfeuern mit G. Waffen beim Zielen abfeuern mit rechte Maustaste und G. Waffe wechseln. 1, 2, 4. Nur wenn sie mindestens 2 Waffen haben. Okay. Auf G quasi, okay. Ja, ja. Dankeschön. Ach, ich bin voll auf Moon? Nice. Volle Munition zu haben ist immer super. Immer. So. Warte mal, da unten ist auch noch was. Aha, haha. Okay. Ist hier noch was? Eine Zeitung aus dem letzten Jahr. Dieser Artikel brachte die Existenz der BOWs erstmals. Erstmals. An die Öffentlichkeit. Oh, jetzt...
Ah! So, und hier hatte ich ja das letztes Mal schon... Ach, guck mal. Genug Daten für eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben. Oh, ja, danke. Ich weiß, was du möchtest. Also ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Ich hoffe, dass ich nicht andauernd damit rumlaufen muss. Und das ist doch nicht der Scanning-Simulator. So. Sieht denn das aus? Also wenn ich jetzt mal so bei mir gucke, also auf meinem Bildschirm läuft das Spiel richtig gut und alles, aber links habe ich gerade das Gefühl, also in meiner Vorschau, in meiner Preview, dein Komm, 4%. Ja. Ein Medikament oder so haben wir bekommen. Nett. Erreicht Ihre Analyserate 100%, erhalten Sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn die Feinde gleicher Art gescannt werden. Wenn Feinde gleicher Art, ja, ja. Ich habe genug Proben. Ich habe genug gesehen. Schickt sie mir sofort. Mit O'Brien treffen. Schicken, du meinst per Post. Und selber und hingehen und bringen. Okay. Mann, ich will Moon. Mini Munition. Anjo. So, hier passiert doch gleich irgendwas, bevor wir da ankommen. Mhm. Warum bleiben diese Digger nicht tot? Mehr? Schnell, neutralisiert sie. Okay, das Ding lebt doch noch. Mund auf! Mund auf, Augen zu, Baby! Endlich etwas Ruhe. Okay, ich hätte gedacht, dass wir vielleicht noch das drüber kommen. Nichts Besonderes für euch, was? Gut, geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Es war doch klar, dass da irgendwas passiert. Es ist immer so, wenn man das Ziel schon von Weitem sehen kann, es geht eine gerade. Dann muss irgendwas passieren. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Danke. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Wing, wing. Hallo? Ja, ich bin's. You have a bad connection. Mhm. Was? Bad connection. Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Huch. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Aha. Gut, dann los. Also man erkennt echt, dass es ein älteres Spiel ist, aber es ist super. Ihr bleibt an dem Fall dran. Ja. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Nein, Chris schon wieder! Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Ah, okay. Nach, sind sie auf... einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ah, okay. Meine Augen da draußen. Ja, Sir. Dann ergibt das jetzt auch Sinn. Das ist jetzt quasi... das ist der Rückblick gerade. Sozusagen, wir haben... das Erste, was wir gespielt haben, passiert eigentlich erst jetzt. Erstmal kurz rein, so ein bisschen die Story. Ja, hier auf dem Boot, ne? Auf dem Kutter geht das jetzt weiter. Dann jetzt einmal, wie überhaupt die Vorgeschichte dazu ist. Obwohl jetzt gerade gar nicht so... ja. Hey, Präzision 95% der Prozess... ach, cool. Das ist gut gewesen, glaube ich. Speichern beendet. Das Speichern nach einer Szene oder Episode ist optional. Ein häufiges Speichern wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Ja, komm, speichern wir dann mal. Dann speichern wir doch mal. Machen wir doch mal da rein. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus. Ja, dankeschön. Escape. So, weiter. Ich würde sagen, mit der Zeit können wir doch noch glatt eine Folge machen, oder? Ich meine, bietet sich ja an. Durch Halten von F werden ihre physischen Attacken verstärkt. Green Zenobia, 18:20 Uhr. Aber das haben wir doch schon gesehen. Ach, genau. Ich hoffe nicht.
Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Wir sind nicht allein. Oh Mann! Hallo? Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay, ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Wir wollen uns jetzt echt trennen? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich werde es mit Genesis untersuchen. Nö! Nö! Okay, mache ich. 30. Das Ding hat viele Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand. Verdammt, das Ding ist... Nein, das kann nicht sein. Was denn? Verdammt, das Ding ist... Nein, das kann nicht sein. Was denn? Was denn? Sprich mal nicht in Rätseln, Mensch. Oh, coole Axt. Okay, und hier? Was für eine Art zu sterben. Klar, ist ausgelaufen. Das passiert mir auch immer, wenn ich irgendwie Essen nicht aus dem Kühlschrank hole. Objekt. Okay. Pistolenmunition. Okay, jetzt brauchen wir die wieder. Wie viel haben wir denn? Warte mal, sehe ich das? Haben wir zwei oder drei unterschiedliche Inventar? Hab ich hier nicht ein Inventar? So, was sind denn das jetzt alles? Eine Pistole, noch eine Pistole und... Ich glaube, ich möchte die haben. Die finde ich, glaube ich, ganz nett. Die scheint richtig groß Badaboom zu machen. So, und hier ist aber auch nichts, ne? Nein. Sagt er jetzt noch? Ich muss es einfach. Okay. Da. Huch! Ach, geil! Ach, nice! Ah, okay! Okay, okay, jetzt check ich das. Sonst ist hier nicht viel. Was wir früher selber noch einfach nur durch Vorbeigehen suchen mussten, finden wir jetzt einfach so. Das ist doch nett. So, welche war das jetzt, die ich haben wollte? Die hier fand ich gut, naja. Okay, dann mal. Ganz ruhig und vorsichtig. So, hier waren wir ja allerdings schon mit... What the? Chris! Los, sag doch was! Hier ist besetzt! Ich habe Chris gefunden. Er sitzt in der Falle. Kannst du ihn rausholen? Nein. Wird eng. Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Vielleicht kriege ich ihn da scheibchenweise raus. Das wäre auch eine Idee. Also das kennen wir hier schon. Das haben wir schon mit dem Phil zusammen gesehen. Was? F? Ich war doch gerade F irgendwie. Das scheint eine Sackgasse zu sein. What do you? Ne? You don't say. Oh. Ich sitze hier zwar gerade mit Licht und allem drum und dran, aber... Mit diesem Flair und allem drum und dran, das ist schon so ein bisschen... Kann ich den jetzt schon... Nee, das könnte ich jetzt nicht sehen. Ab wann könnte ich das sehen? Hä? Zeigt er gar nicht? Er hat doch gerade noch gesagt, dass für Heilpflanzen und alles ist doch schon... Na gut. Er hat gesagt eigentlich, dass es drin ist, aber irgendwie scheint es das doch nicht zu sein. Jetzt hier gucken. Nö, hier ist nichts. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen
aufgeregt. Aber nur ein bisschen. Haha. Objekt. Toll. Ich brauche immer das Gefühl, dass ich hier immer irgendwas höre. Ja, so ein paar Geräusche sind hier tatsächlich immer bei, aber irgendwie... Ah, oh, grünes Kraut, sehr schön. Okay. Ich habe hier doch gerade eine... Meine ich doch, eine Lupe gesehen. Na, irgendwas im Klo? Nee. Aber daneben. Wo denn? Hä? Wie habe ich das denn gemacht? What? Okay. Na, komm. Oh Gott. Ach. Ach, super. Der letzte hat geklappt. Schön. Okay. Sag nicht auch wieder im Nebenraum. Nee, okay. Das war jetzt Pistolenmoon. Oh, hier kann überall immer was sein, ne? Dann ist wieder ein Objekt. Ich will nicht die... Oh, ich will nicht die ganze Zeit mit dem Teil da vor dem Gesicht rumlaufen. Da habe ich irgendwie ganz wenig Lust drauf. Ein einziges Chaos. Hallo? Das sieht bei mir schlimmer aus. Bei mir ist es aufgeräumter. Das wollte ich sagen. Aufmachen. Oh, ich mach so ein Ding auf und da kommt bestimmt was raus. Früher oder später bestimmt kommt mir irgend so ein hübsches Ding entgegen. Oh Gott, mein Schatten. Nice, der Schatten. Oh, ich finde solche Silhouettenzeichnungen, so Schattenzeichnungen teilweise, ne? Finde ich richtig schick. Kann ich den jetzt einsammeln? Nee. Das ist echt gut. Fenster auf. Und draußen weht es kalt rein. Und bestimmt auch noch mit Sauerstoff. Captain offensichtlich. Tür ist verschlossen. Auf ihr ist ein Anker abgebildet. Ja, okay. Objekt. Aber auch nicht hier. Ich habe hier... Wo denn? Wie war das doch gerade? Auch da hinten irgend... Auch sie ist verschlossen. Aber nichts drauf abgebildet. Hallo? What the? What zur Hölle? Euer Ernst? Boah, ich dachte... Hilfe. Das Spiel macht mir Kummer und dolle Sorgen. Kann ich schleichen? Nachladen, Baby. Nachladen. Komm, lad nach. Nachladen, komm schon. Oh, dass er nicht automatisch nachlädt. Nein! Nein! Ah! Kurt, verzieh dich! Junge, lass deine Zunge drin. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Aha. Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie?
Ich versuche noch, das herauszufinden. Ja, chill doch mal dein Leben. Hi, Karamba. Scan abgeschlossen. Den auch nochmal. Ja, das ist jetzt echt der Scanning-Simulator, oder was soll das? Hier ist nichts, was sie identifizieren könnte. Mal sehen, was Genesis sagt. Also, die lebt sehr offenherzig, die Gute. Lebte sehr offenherzig, die Gute. Die Ziel nicht gefunden. Oh. Ein Objekt. Bestimmt irgendwie Perso oder sowas. Q-Quartierschlüssel aufgenommen. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Probieren wir ihn doch einfach aus. Ah, hierüber habe ich das, okay. Huch. Ach, geil, eine 3D-Karte. Ach, das ist ja witzig. Das ist interessant. Okay. Genesis-Handbuch, Spielhandbuch. Hier habe ich das. Und was habe ich hier? Okay. Ja, schade eigentlich. Mensch, die hätte ich gern kennengelernt. So privat. Ja, ist ja nun mal so. Müsst mich jetzt auch nicht verurteilen dafür. Aber draußen. Da ist ein Objekt, was ich sogar direkt mal vielleicht einsammeln könnte. Wäre es nicht voll an Munition hier? Hä? Ach. Handabdruck gefunden. Errungenschaft freigeschaltet, erstes Opfer. Okay. Komisch. Also es lohnt sich tatsächlich, so ein bisschen mal nachzugucken. Das ist gar nicht doof. Aber ich glaube... Ich hoffe, ich kann hier jetzt direkt speichern. Und dann werde ich einfach mal sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Kann ich hier speichern? Mission? Nee, kann ich nicht. Das ist doof. Wisst ihr was? Dann muss ich das anscheinend weitermachen. Aber dann mache ich das eben. Dann ist das so. So, oh, ein grünes Kreis. Ah, da bin ich drauf vorbeigelaufen. Das war's. Oh Gott. Komm schon, nicht dein Ernst, oder? Würde eigentlich gerne den Kopf treffen. Habe ich auch. Ey, ich habe den Kopf doch getroffen. Sag mal, was hält denn der aus? Oh, schießt die ganze Zeit daneben. Das ist voll unschön. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass es manchmal mit dem Scan abgeschlossen. 3% fehlen uns noch. Dass das manchmal so ein bisschen merkartig ist. Oh, warte mal. Ich laufe mal kurz da runter und sammle mir mal die Munition ein, wenn wir schon mal... Wenn wir sowieso hier sind. Ach komm, warum nicht? Komm. Nimmst du gleich mal mit. Ergibt doch Sinn, oder nicht? Ich glaube, man muss tatsächlich diese Kapitel immer durchspielen. Hier passiert doch gleich noch was. Deswegen würde ich hier gerne mal rein. Ach, klappt auch. Okay, hier ist nichts. Sag mal, laufen die... Warte mal, das kann, glaube ich, nicht normal sein, was hier ist, oder? Wow, okay. So, komm, 3 mal in den Kopf, 4 mal in den Kopf. Du musst doch langsam mal umfallen. Ich nehme mal eine andere Waffe. Vielleicht nehme ich mal die hier. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. So, und jetzt müssten wir den komplett haben. Schön. Haben ein Heilmittel. So, dann war hier noch ein Objekt, eine Handgranate. Ich will mich hier nochmal kurz umsehen. Das ist ein Objekt. Habe ich hier noch was? Da. Ah, das heißt, diese Folge wird wohl doch ein wenig... Die erste wird dann doch länger, okay. So, aber jetzt habe ich hier, glaube ich, alles abgescannt, abgegrast, oder? Ja, so, okay. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Pistolenmunition. Pistolenmun. Pistolenmun. Sag mal, wie viele Pistolenmunition hier rumliegt. Gibt ja nicht für einen Auftrag. So, komm. Mit dem Anker, den hätte ich ganz gerne. Den Ankerschlüssel. Weiß nicht, ob ich einfach nur gerade vorbeigelaufen bin dran, oder... Hier passiert doch noch was. Der Rückweg wird doch nicht wieder so leicht sein wie eben. Oh! Oh! Nein! Alter, finde! Wow! So, stopp! Hier, Hilfe! Wie kann ich nehmen? Wie kann ich das nehmen? Auf Tab? Ja, genau.
Das war's. Boah. Oh, ihr könnt mich mal. Oh, ich bin zu alt für so eine Kacke. Und da kommt doch gleich einer raus. Ah, hab ich gewusst. Hab ich's mir gedacht. Na? Komm weiter. Achso, der lag auch schon. Nichts von hinten. Ich hasse Überraschung von hinten. Oh, komm. Ach, was? Ja. Ach, der war auch schon... Oh ja, oh, das wird mein Rating so verkacken. So, ich weiß nicht, welche... Irgendwie sind die Waffen hier alle ein bisschen blöd. So, und den Rest von der Pistolenmunition. So, jetzt muss ich hier lang, ne? Ja. Schade, dass die Perle das nicht überlebt hat, die eine. Na, ich kann mir doch vorstellen, dass hier irgendwas... Hätte es eigentlich ausschießen? Nee, schade. Rating ist die Folge eh hin, also egal. So, jetzt holen wir Chris. I'm here to find my brother Chris. Jill. Oh. Los, wir müssen Chris. Oh. Du verkackter Russe, kannst du mal aufhören da... Oh. Chris. Alter. Das ist nicht Chris. Eine Chris-Sex-Puppe. Oh, super. It's a trap! Das ist eine Falle. Damn, it's a trap! Ah, komm, die Tür ist auf. Einmal kurz Luft anhalten, wenn man das mitkriegt. Und. Oh, das kann doch nur einer sein. Das kann doch nur einer sein. Ist das unser blonder Sonnenträger-Boy of Doom? Nee. Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren. Miss Valentine. Miss Valentine. Okay, aber wer ist das? Ich dachte gerade, das wäre Albert Wesker. Episode 1. In die Tiefe. Ende. Ach, okay. Ja, Präzision, es hat natürlich jetzt gelitten drunter. Okay, auf jeden Fall gab es Punkte. Vielleicht... Können wir dafür beim nächsten Mal schon mal gucken, was wir uns für eine Waffe holen oder wie auch immer. Aber an dieser Stelle sei hier jetzt gleich Schluss. Gesamt A, Gesamt S, Gesamt A. Okay, vielleicht müsste man das tatsächlich nochmal... Da, das ist natürlich so eine Sache. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen besser werden noch, um das dann auf S hinzukriegen. Und ja, pass auf, das speichern wir hier. Yo. Das kann ich ja bestimmt nochmal wiederholen, oder? Irgendwann mal, wenn ich denn auf Highscore gehen will. Okay. Alles klar. Gut, aber liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil Revolutions mit eurem Lieblings-Knoob des Grauens und Grusels. Geiles Ding. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Okay, liebe Leute. Winke, winke. Ciao und tschüss.